Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Zwar ist jetzt vor kurzem, vor ein paar Minuten, der neue Abfallhelfer rausgekommen. Jetzt zeige ich euch da, da die Steuerung sich alles verändert hat, wie ihr da das den Kurs aufzeichnen könnt, um das abzufahren. Als erstes befüllt was ein Anhänger, dass ihr dann nachher abladen könnt. Jetzt einfach Kursaufzeichnung beginnen. Ich hab das gehört, da gab es auch so einen Sound. Ja, bis jetzt müssen wir dann, glaube ich, nichts weiteres mehr beachten. Das neue Kursplay-Design ist schon cool. So wie es aussieht. Hier. Ja, normalerweise sollte mir jetzt schön ordentlich auf der Straße fahre, dass der das auch macht. Aber es ist mir jetzt hier momentan egal. Das Design oben kann man bei den Reiter durchwechseln. Ist ja neu hinzukommen, dass man Frontlader BGA zu befüllen. Darüber mache ich auch noch Tutorial. Jetzt danach, weil ich brauche hier schon was in der BGA. Ich habe ja mal einen Vorführspielstand. Da habe ich halt dann nichts drin. Weil oben in den Reiter seht ihr ja ganz hinten. Da hat es ja so eine Frontladerschaufel. Jetzt sind wir beim Silo. Fahren wir ein bisschen langsamer. Und laden ab. Noch ein bisschen langsamer. So, dann fahren wir jetzt wieder zurück. Wichtig ist, dass wenn ihr mehrere Fahrer habt, dass ihr bitte den Kurs kreuzt. Weil ja sonst könnte es zu Problemen kommen. Das ist untersteht, weißt du, ob es jetzt hier in der Version auch so ist. Abfallhelfer, also Deutsch so und so. Wenn ihr für einen Traktor habt, steckt im Verkehr fest. Entschuldigung. Ja, wir haben 7 Uhr. Alle Lichter geht an. Wir 7 Uhr morgens, oder? Na, ist ja jetzt egal. Jetzt mache ich das hier halt anders, da ich hier ja nur ein Fahrer habe. Macht nichts, wenn ihr den Kurs kreuze oder so. Wichtig ist, dass ihr immer von hinten da einem genügenden Wendekreis dran kommt. Meistens immer ein bisschen so, dass ich sehe, wo ich gestartet habe. Noch wichtig ist, dass ihr hinter dem anhaltet, Kursaufzeichnung beenden. Ja. Speichere mir den BGA. Na, da können wir wahrscheinlich einstelle, wie, also was für Aufgabe da hat. Manuell zuweisen. Ja, hier könnt ihr alles lassen. Hier müsst ihr halt einstellen, welcher Drescher, Häcksler oder Ernter ihr halt nehmen wollt. Da Fruchtumfahren eingeschaltet. Heißt da bitte, dass er da jetzt reinfährt.
hier, dann gehen wir mal Typ wechseln. Kombiniert. So, was machen wir hier? Kombi-Modus. Ja, alles automatisch. Jetzt Abfahrer einstelle. Dann fährt er jetzt hoffentlich da hoch und macht das Ganze. Die Feldgeschwindigkeit. Da. Ablade BGA ist jetzt 6 km/h. Na, brauchen wir schon 6. Das Feld. Darf er ruhig 40 km/h fahren. Die Straße. Ah ja. Steckt im Verkehr fest. Liegt wahrscheinlich daran, dass es kein Standard-Häcksler ist und der halt sehr viele Extras und Zeugs hat. Das Gebiss ein bisschen zu breit ist eigentlich. Ja. Das soll uns hier aber jetzt nicht stören. Normalerweise fährt er hin und macht es. Dauert das. Ja, hier warte ich schon mal bis Ding, bis ich mit dem nächsten Tutorial anfangen kann, bis der voll hat. Und hier ein bisschen stampfen, stelle den aber außer Wegs, dass da noch Kollision hat, gibt oder so. Was ist jetzt los? Ah, weil ich will, der weiterfährt. Dann machen wir hier an der Stelle gleich einen Screenshot. Fahrer einstellen. Und es steht, fahre zu Wegpunkt minus 295 minus 46. Wo immer der ist, aber er wird ihn ja schon finden. Ja. Blenderadius kann man auch ein bisschen auftunen. Über 25. Ja, und jetzt müsste er seinen Kurs fahren. Da, wie beim Einfahren. Stell mal jetzt einer, fährt er so der Geschwindigkeit, wie ich Fahrer bin. Maximale Geschwindigkeit fährt halt so schnell wie die Karre es schafft. Oder wie es die Kurve zulässt. Oh ja, ein bisschen schneller, als hätte man anhalten muss. Hoffen wir, es passt es. Mit dem Wenderadius, der meistens immer das Problem. Wenn der Anhänger dann nicht ganz voll ist, verändert sich ja dann immer das Gewicht. Wenn der dann für das Frontgewicht zu klein ist, lenkt es nicht mehr richtig und crash. Und irgendwas. Oder wenn da Autos kommen.
Was hier jetzt Itthof? Den Abfallhelfer finde ich so cool, der hat es so drauf, da so Gas zu geben. Karre läuft vielleicht 5 km/h, aber trotzdem Vollgas drin. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass die Schranke immer rechtzeitig aufgeht. Und jetzt schauen wir da. Ja, jetzt zum Beispiel. Sei Gas auch wieder. Abladestelle erreicht. Fährt er 6 km/h. Ich eingebe. Ach, kippt wohl erst ab, wenn ich draußen bin. Oder wenn er bestimmte Länge hat. Das Stück drin ist. Ja, es passt mit den 6 km/h. Wenn er leer hat, wird er dann halt wieder schneller. Ja, der hat wieder voll. Warte, wo geht, kann man das jetzt drehen? Ja, ist mir egal. Einfach nur drehen. Ich hätte egal. Aber schon dahin finde. Da kennt man halt dann, wie man selber gefahren ist. Normalerweise beachtet man das gar nicht. Naja, das Auto hat aber auch einen Fahrstil hier. Jo. Entschuldigung. Ein Auto ist nur. Ja, mit der Autos ist immer so eine Sache. Kommt dann, weil kommen halt, wenn sie wollen. Was sie voll nett ist von denen verschiedenen Modder, wo das Cosplay macht, dass die das jetzt auf Upload-File oder so irgendwo machen, wo sie auch Geld verdienen. Weil ich sag, das Cosplay ist eine von denen Sache, die am meisten Downloads hatten. Das finde ich richtig nett und genial von denen. Überhaupt, dass jemand auf die Idee kommen ist, sowas hier zu machen, das ist richtig genial. Danke an euch alle, die das hier ermöglicht haben. Ja, jetzt fährt dahinter Trischer. Er hat halt immer nur so seine Geschwindigkeitsprobleme, aber es fährt wenigstens. Steckt im Verkehr. Schauen, ob es hochklappt. Ja, jetzt steckt er nicht mehr drin.
Und jetzt überlädt auch für einen kurzen Moment. Bei dem Häcksler fährt halt wohl noch zu nah dran, aber ist ja egal, das habt ihr gesehen. Ja, es funktioniert. Hier kann er ja halt anders hinfahren, wenn der Bunker so dreht ist, außer in Getreide, Frucht. Ja, bedanke ich mich für Anschauer. Wenn es hilfreich war, liked das Video. Abonniert meinen Kanal, da hat es mehr so Zeugs. Da auch die neueste Mod-Vorstellungen von mir. Okay, alle Mod-Vorstellungen hat es da von mir. Ja, schreibt Kommentare, also bedankt euch. Bei Modder, Verbesserungsvorschläge, falls es da noch welche geben sollte. Und ja, bis zum nächsten Tutorial, was wahrscheinlich das mit dem Dings da wird, Frontlader. Bis dahin, viel Spaß mit meinen Videos und haut rein, Leute.